Hallo Bernhard. Immer gut, wenn man schon ein Vorgespräch hatte, dann nochmal zu starten. Ich freue mich, nochmal mit dir heute zu sprechen. Wir haben ja schon zwei Unterhaltungen zu Bitcoin SV, also Bitcoin Satoshi Vision, gehabt. Ich möchte mit dir heute nochmal da einsteigen, diesmal aber so ein bisschen anders. In den letzten beiden Gesprächen war es ja immer so, dass ich dir viele Fragen gestellt habe. In diesem Gespräch würde ich gerne mit dir gucken, ob das, was bei mir quasi als Versuch von Erklärungen und simplifizierten auch Zeichnungen, ich glaube, verstanden zu haben, würde ich dir gerne in Kurzform vorstellen. Einerseits gucken, habe ich da irgendwas falsch verstanden? Und dann aber auch quasi dir die Möglichkeit geben, was dazu zu sagen. Weil wenn das zumindest so grob ungefähr passt, was ich da bisher glaube, verstanden zu haben, kann das, glaube ich, eine spannende Struktur sein, um eben auch als eine Einführung in Bitcoin, was ist Bitcoin, wie funktioniert Bitcoin und so weiter und so fort, zu bieten. Und das würde ich heute mit dir einfach gern so machen. Klar. Passt es? Legen wir los. Legen wir los, hervorragend. Ich würde mich heute mit dir gerne an... Der kommt nicht an. Das ist natürlich blöd. Mal gucken. Zack, die Busch. Oder steckt er in einem... steckt in einem anderen Ding. Genau, ich würde mich mit dir heute gerne an fünf Fragen orientieren, die ich hier wundervoll als Pseudo-Bitcoin gemalt habe. Nämlich einmal die Frage, was ist Bitcoin? Wer hat es erschaffen? Dann an der Frage, wie funktioniert Bitcoin? Wie viele Bitcoins existieren eigentlich? Also Zahlen, Daten, Fakten. Vielleicht, was ist die Geschichte von Bitcoin? Ich bin mir nicht sicher, ob wir da hinkommen, aber was ich hoffe, vielleicht in diesem oder dann im nächsten Gespräch mit dir auch zu klären, ist vor allen Dingen dieses, warum Bitcoin? Was ermöglicht Bitcoin? Ich glaube nur, dass es dafür total sinnvoll ist, erstmal klar zu kriegen, was ist das eigentlich und wie funktioniert das, damit man dann verstehen kann, warum das potenziell interessant sein könnte. Sehr gut. Das so als Orientierung. Und da als allererste Frage dieses, was ist Bitcoin? Ich glaube, wie die meisten Menschen bisher von Bitcoin gehört haben, ist weniger eine tatsächliche Erklärung, was Bitcoin ist, sondern was es ihnen geben könnte. Und das sind dann oft so Dinge wie Investment. Es ist das neue Geld. Und dann gibt es Theorien dazu, was das neue Geld ist. Eine Scam, also ein Betrug, vollkommen nutzlos. Oder sowas wie die größte Erfindung unserer Zeit. Und da gibt es dann unterschiedliche, was Bitcoin ist, die aber oft nicht beantworten, was Bitcoin eigentlich ist. Und da frage ich mich, was sind so deine auch Lieblingsworte einfach zu, was ist Bitcoin eigentlich? Oder Lieblingsperspektiven auch im Sinne von, findest du gut und findest du überhaupt nicht gut? Okay, also du willst ein paar Vorschläge machen und ich kommentiere das, oder? Genau. Ist das die Idee? Gut. Also nee, mich würde interessieren, was ist das, was du so auch über Bitcoin hörst, mit potenziell stimmenden Perspektiven und potenziell nicht so stimmenden Perspektiven? Okay, ja, also es ist natürlich so, ich habe mich da auch schon viel gefragt, was ist Bitcoin eigentlich? Und es sind ja ganz viele Dinge, ja, die unter diesem Wort fallen. Ja. Es ist ein Netzwerk, es ist eine Form von Geld, es ist ein Zahlungsmittel, es ist aber auch eine Datenbank, es ist auch eine Software, und es ist auch eine Community im weitesten Sinne und noch einiges mehr. Ja. Und wenn man es kurz sagen müsste, ich würde sagen, es ist eine eigentlich höchst reine Form von Geld im Sinne von einem digitalen Bargeld. Und das dann aber noch Zusatzfunktionen bietet. Aber es ist, denke ich, sehr schwer, das einfach in ein paar Wörter zu packen, weil es gibt, wie gesagt, wie du auch schon angedeutet hast, viele Facetten. Und klar, dann gibt es immer die Leute, die sagen, das ist ein Scam oder das ist, ja, das hat eh keinen Wert oder das eben, oder die anderen sagen, das ist the greatest invention of our time.
Und ich denke, ich bin ja eher auf der Greatest Invention-Seite. Allerdings gibt es schon noch Bereiche, wo Bitcoin noch zeigen muss, dass es eben auch diese Greatest Invention dann ist. Das ist pauschal jetzt mal eine Aussage, die nur mit der Invention alleine eben nicht getan ist, sondern es gehört noch dazu, dass dann eben ganz viele Leute es auch brauchen und einsetzen und den Gebrauchswert eigentlich dann herstellen. Das heißt aber in deiner Perspektive, also zwei Dinge, die ich da raushöre, für dich steht durchaus der Zahlungsmittelaspekt erstmal im Fokus und dieses, du glaubst, es hat ein riesiges Potenzial, aber nur wenn das Potenzial auch in die Welt findet, kann man später rückblickend vielleicht sowas sagen, wow, das war eine riesige Erfindung, wirklich bahnbrechend. Ja, ich denke, man kann durchaus schon sagen, dass es eine Erfindung ist, die zumindest Hand und Fuß und Bestand hat. Das gibt es ja doch jetzt schon seit 11, 12 Jahren. Insofern kann man schon sagen, es ist nicht eher eine wertlose oder nutzlose Erfindung, aber ich glaube, das Potenzial ist noch viel, viel größer als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, wir haben bis jetzt vor allem sehr viele Spekulations-Use-Cases eigentlich gesehen. Ja. Also auch wenn man den Markt anschaut, ich denke mal, die fast 99% der Leute, die heute Bitcoins oder sagen wir mal einfach Krypto als jetzt Pauschalbegriff kaufen, die wenigsten kaufen das, weil sie es jetzt gerade brauchen für einen Utility-Case, den sie jetzt mit anderen Formen von Zahlungsmitteln gerade heute nicht machen können. Das gibt es natürlich und das ist auch ein Bestandteil und der ist auch real. Aber mein Gefühl, und das ist nur ein Gefühl, ist wirklich so 95% vom Marktwert sind Spekulation und Hoffen auf, dass sich die Technologie entwickelt, hoffen, dass nächstes Jahr oder übernächstes Jahr einer mehr dafür zahlt, weil sich die Technologie dann schon weiterentwickelt hat und so weiter und so fort. Ja. Okay, kann ich so nachvollziehen und auch dieses, es darf sich noch etablieren und es muss sich noch etablieren. Und dann vielleicht, um noch einmal kurz bei Zahlen, Daten, Fakten von was ist Bitcoin zu bleiben und mich so an meinen Zeichnungen lang zu hangeln. Ich glaube, das, was man erstmal ganz offen sagen kann, ist, Bitcoin ist eine Erfindung von Satoshi Nakamoto. Wer auch immer Satoshi Nakamoto ist, weiß keiner. 2009. Vor allen Dingen in Form von diesem White Paper, das je nach Strömung von Bitcoin und Bitcoin-Kommentatoren, denen man zuhört, entweder sehr stark betont wird oder sehr stark nicht betont wird. Und eben einem SourceForge, einer SourceForge-Datenbank, wo bestimmte Leute mitarbeiten konnten. Eben keine GitHub-Datenbank, wie es heute ist, sondern das war das, wie es damals in die Welt gekommen ist und so wie ich es verstehe und so wie ich auch das White Paper verstehe, tatsächlich als eine Antwort auf die grundlegende Frage, wie kann man Geldtransfers, also Geldüberweisungen von sowohl Cash, also Bargeld, Geld, aber auch Daten im Sinne von, ich schicke dir mit dem Geld, das ich dir schicke, bestimmte Daten, ohne eine zentrale finanzielle Zwischeninstitution, so wie es heute immer ist, ich schicke dir 5 Euro und meine Bank bestätigt, dass ich die 5 Euro habe und deine Bank bestätigt, dass sie angekommen sind und dann kommen sie bei dir an. Ohne diese offizielle Bank-Zwischeninstitution, wie kann man das sichern? Und wie kann man das ohne eben diese ominösen Double Spends machen? So verstehe ich zumindest das, was damals quasi die Erfindung und das war, womit Satoshi Nakamoto an die Welt herangetreten ist. Passt das so zu deiner Perspektive? Passt sehr, sehr gut. Ich denke, es gibt schon noch einen zweiten wichtigen Aspekt, nebst dem Double Spend und wie kann man das ohne Financial Intermediaries. Wird auch oft von sogenannten Trusted Third Parties gesprochen. Das ist aber nicht zwingend so, dass es die nicht gibt, aber es sind wirklich keine Financial Intermediaries nötig. Was auch noch, denke ich, ein zentraler Aspekt ist, wenn man eben dieses White Paper liest, sind Micropayments. Also es ist ein System, was auch für kleine Zahlungen benutzt werden kann. Kleine Zahlungen im Internet,
Da gibt es ja ganz viele Ideen, was man damit machen kann, Spam-Prävention, also Spam verhindern und so weiter und so fort. Haben wir, glaube ich, schon mal im ersten Gespräch leicht an uns rangetastet. Das, denke ich, ist auch noch, war wahrscheinlich eine zentrale Prämisse des oder der Erfinder. Das heißt, nicht nur ein, wie kann man das ohne Financial Fiduciaries oder eben Financial Intermediaries, ja, also ohne Finanzintermediäre, wie das auf Deutsch heißt. Ja. Finanzintermediäre ist auch ein sehr deutsch klingendes Wort. Da weiß bestimmt jeder sofort, was gemeint ist. Also letztendlich bestätigter finanzieller Institutionen wie Banken, wie ähnliche PayPal, was weiß ich, ohne diese Institutionen, oder verstehe ich das davon? Genau, das ist das, was du ja vorher gesagt hast. Wenn wir jetzt eine Überweisung machen, dann ist eigentlich bist du davon abhängig, dass deine Bank dir das bestätigt, deine Bank dir das auch erlaubt, das Geld anzunehmen. Ja, die können auch sagen, das ist jetzt irgendeine Transaktion von irgendwo, können wir nicht recht einschätzen, schicken wir zurück. Und ich denke mal, zentral dabei ist eben, dass du als Nutzer oder auch als Geschäft frei wählen kannst, wo du deine Daten her hast, weil ja alle im Netzwerk die gleichen Daten prinzipiell mal miteinander austauschen, kannst du dann sagen, wenn wir jetzt bei der Bankanalogie bleiben, ja, ich frage einfach die Bank nebenan, ob das Geld angekommen ist, wenn die gerade jetzt heute zu haben, wegen Feiertag oder keine Ahnung, da streikt einer, haben wir vorher gehört, mit der Deutschen Bank kann das auch passieren. Und da kann man dann eben sicherstellen, dass es eigentlich einen Wettbewerb auch gibt. Nicht nur einen Wettbewerb jetzt übers Mining der Transaktion, sondern auch einen Wettbewerb im Bereitstellen von Daten und wie schnell kriege ich die Daten, muss ich mir Werbung anschauen, um die Daten zu schauen. Wenn ich zum Beispiel so einen Block Explorer gehe, kann ich diese Daten alle gratis anschauen, schaue mir vielleicht ein bisschen Werbung an, je nach Seite, oder zahle ich irgendwo dafür, kriege ich es super schnell per API, aber es ist halt nicht diese zentrale Partei, die dann eben zwingend nötig ist. Und ich muss mich zwingend an die richten für diese Information. Ja. Das heißt, zentrale Institutionen, und was du gerade nochmal betonst, und was ich da nicht so explizit drin habe, dass dieses Problem des Double Spends, der Verlässlichkeit etc. gesichert werden muss und dass das System aber eben nicht nur für, ich schicke dir eine Million und du schickst mir eine Million und da funktioniert das, sondern ich schicke dir ein Hundertstel eines Cents. Und dass eben das System auch so angelegt ist, dass es für diese Kleinstbeträge genauso funktioniert wie für große Beträge. Und dass das eine der Betonungen auch wieder im White Paper ist, es funktioniert für Micropayments. Für die all die anderen Lösungen von Bank zu Bank, von PayPal einfach nicht funktionieren, weil man zu viele Gebühren zahlen würde. Es ist zu teuer in der Regel, ist die Compliance zu teuer. Es gibt durchaus, denke ich, auch Zahlungen, spricht man mal von Nano-Payments, vielleicht spricht man auch mal von Femto-Payments, ich weiß es nicht, wo man dann sagen kann, ja, das ist dann die Frage, muss das alles on-chain sein? Darüber hat übrigens Satoshi auch selbst geschrieben, dass er glaubt, dass so Dinge wie zum Beispiel High-Frequency-Trading, oder da werden ja zum Teil Kleinstbeträge, aber dafür in Millisekunden Abstand irgendwie getradet, dass dafür dann zum Beispiel Payment-Channels besser gebraucht werden, auch etwas, was man machen kann in Bitcoin. Und dass das nicht zwingend jetzt jede Transaktion vielleicht dann in die Chain geht. Aber letzten Endes denke ich, das Wichtige ist, ob das passiert oder nicht, ist immer eine Kunden-, eine Anwenderfrage, nämlich ob es einem wert ist. Ja, vielleicht hat einer einen einzigen Satoshi, ja, der Satoshi ist der kleinste Teil von Bitcoin, den man quasi ausseparieren kann, das kleinste Korn, was es gibt. Und vielleicht sagt einer durchaus, ja, für mich hat es den Wert, diesen Satoshi zu verschieben und ich zahle die Transaktionsgebühren. Und ein anderer sagt, nö, für mich lohnt sich das nicht mal für 5 Mark oder 5 Euro. Aber das Wichtige ist, denke ich, es gibt einen Markt und es gibt einen Gebührenmarkt. Und ob man das machen möchte oder nicht, ist am Schluss eigentlich eine Entscheidung des Anwenders.
Also da kommen wir eigentlich schon auch mit in diese Warum-Frage rein, nämlich dass durch diese Möglichkeit von neuen Zahlungssicherungen, und da kommen wir bestimmt heute, vielleicht das nächste Mal noch zu, Wettbewerb entsteht. Und dass dieser Wettbewerb tatsächlich schon ein ganz großer Teil einer Frage auf das, warum Bitcoin interessant ist und warum Bitcoin neue Möglichkeiten bietet, ist. Der Wettbewerb an sich. Aber wir springen mal ein bisschen weiter in meinen Zeichnungen, wenn das für dich passt. Denn wenn ich gucke, was wurde denn erfunden von Satoshi Nakamoto auch in seinem White Paper, dann ist das für mich, so wie ich es verstehe, vor allen Dingen quasi ein Regelwerk, wie durch dieses Regelwerk eine neue Art von Netzwerk erschaffen werden kann. Und ich möchte das gleich ein bisschen mit dir aufdröseln, weil ich glaube, das super wichtig zu verstehen ist. Dann versteht man das Grundprinzip. Und dieses Netzwerk mit den Regeln ermöglicht den Gebrauch und die Sicherheit dessen, was in der Überschrift des White Papers steht, nämlich eines Peer-to-Peer Electronic Cash, also ebenbürtiger zu ebenbürtiger elektronisches Bargeld. Passt das so für dich als Zusammenfassung von den Ja, finde wichtigsten ich eine Punkten? sehr treffende Zusammenfassung, absolut. Vielleicht an der Stelle, da kann man natürlich noch, ich bin immer ein bisschen spitzfindig, kann man natürlich argumentieren, ja, hat Satoshi dieses Protokoll erfunden? Natürlich hat er das erfunden, selbstverständlich, aber er hat es leider nicht so genau beschrieben. Das heißt, und das ist auch ein ganz großer Teil, vielleicht haben wir darüber schon gesprochen. Es gibt dieses White Paper und dann gab es eine Implementation und natürlich diverse, ja, Chat-Beschreibungen und so weiter. Es gab E-Mails, back and forth. Aber was es leider nie wirklich gab und soweit ich verstehe, bisher noch keine dieser Bitcoin-Varianten geschafft hat, so, ich muss hier einen Wecker abstellen, ist eigentlich eine wirkliche Protokollspezifikation zu schreiben, die wirklich ganz genau diese Regeln beschreibt, die wirklich das alles ganz, ganz genau darlegt. Und was eben passiert ist, ist, dass dann eben solche Clients oder Software dann zur sogenannten Referenzimplementierung wurden und man hat gesagt, ja, nee, also das, was die Software macht, das ist eigentlich die Spezifikation. Und das ist natürlich ein bisschen backwards, weil normalerweise spezifiziert man immer erst und dann schreibt man die Software und wenn man die Spezifikation ganz sauber macht, dann kann jeder andere die Eier auch nehmen und eine alternative Software machen und das ist dann alles kompatibel. Und an dieser Stelle ja, hat wie aus meiner Sicht ein Dokument gefehlt oder so ein Pfosten, den man einschlagen hätte sollen oder können. Ich will ja nicht sagen, ich hätte es besser gekonnt oder irgendetwas. Es ist einfach, das hat in den letzten 10 Jahren oder schon mehr als 10 Jahren immer wieder mal für Probleme gesorgt, dass es eben das eigentlich nicht gibt, diese Protokollbeschreibung. Das ist eine spannende Perspektive, die ich so tatsächlich noch nicht gehört habe. Das ergibt viel Sinn. Es gibt quasi bestimmte, sowas wie das White Paper, das ist vielleicht ein bisschen wie, man steckt das Spielfeld beim Fußball ab. Also Genau. das soll das eigentlich können. Dann gibt es bestimmte Aussagen dazu. The protocol is set in stone. Das Protokoll ist in Stein gemeißelt. Dann gibt es die Veröffentlichung des Protokolls. Also beziehungsweise nicht des Protokolls als Regeln, sondern Jetzt der der Software. Anwendung bereits des Protokolls, also Genau. bereits einer Implementation dieses ominösen Protokolls, was aber gar nirgends so genau beschrieben ist, ja. Und es fehlt aber eigentlich, das sind die Regeln. Wie beim Fußball, das darfst du nicht, sondern es ist halt dann quasi das, was man sich versucht aus der Implementierung rauszuziehen. Und wo dann unterschiedliche Leute diese Implementierung unterschiedlich angeguckt haben und gesagt haben, ah, das war eigentlich damit gemeint. Und dann versucht haben, das fortzuführen. Genau, man müsste eigentlich denken, es ist ganz einfach, ein Paper zu schreiben, wo drin steht, so definieren wir eine gültige Transaktion, so definieren wir einen gültigen Block,
so kommunizieren wir diese Geschichten. So wird es akzeptiert oder nicht akzeptiert. Scheint ja für uns jetzt als, ich sag mal, Laien eigentlich ja ganz eine machbare Sache. Aber ich glaube, es wurde auch schon probiert. Aber es ist immer der Teufel liegt dann im Detail und ja, aber und hier. Und dann gab es dann eben noch verschiedene Ansichten darüber, was denn sein sollte. Was ist ein Feature? Was ist ein Bug? Was hätte gar nie in Bitcoin sein sollen, wo war Satoshi einfach falsch gelegen, andere sagen nein, da muss jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden und so weiter. Und das wäre halt schön, hätte man so eine Protokollspezifikation gehabt, das hätte wahrscheinlich viele solcher Diskussionen produktiver gemacht, sagen wir es mal so. Super spannende Perspektive. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, weil das für mich zumindest sehr viel Sinn ergibt, dass das eine Quelle von Problemen wäre. Lass uns ein paar Schritte weitergehen, denn ich glaube, auch wenn wir darüber gerade sprechen, auch von dem, es gibt das Netzwerk und so weiter und so fort, wäre jetzt, glaube ich, die Frage, und das ist ja auch Teil von dem, worüber wir in den ersten beiden Gesprächen schon gesprochen haben, wie funktioniert denn dieses Netzwerk eigentlich? Und das würde ich versuchen mit dir durchzugehen, wieder in den Zeichnungen. Und ich habe versucht, an manchen Punkten sehr vereinfachende Metaphern und Ähnliches zu wählen. Ich weiß nicht, ob die 100% korrekt sind, aber es ist mein Versuch, das runterzubrechen. Also erstmal, um das Netzwerk zu verstehen, was sind die Regeln, wer sind die Teilnehmer an diesem Netzwerk? Und ich glaube, also und so wie es beschrieben wird, im White Paper gibt es vor allen Dingen erstmal zwei Sorten von Teilnehmern, denn es gibt die Benutzer. Das sind die, die ich schicke dir 10 Satoshi oder ich schicke dir einen Bitcoin. Ich bin ein Nutzer, wir sind beide auf der Nutzerebene und es gibt im White Paper vor allen Dingen beschrieben die Nodes, die heutzutage häufig Miner genannt werden. Das sind quasi die, die die Transaktionen überprüfen, in den öffentlichen Ledger, also in das Buch schreiben und so weiter und so fort. Und wenn man aber Bitcoin in die Zukunft weiterdenkt, dann wird es auch definitiv diese dritte Sorte geben, nämlich die Merchants, die Händler, die quasi die Verbindung zwischen den Nutzern und den Minern oft herstellen werden. Erstmal so, das sind die drei Teilnehmer oder Hauptteilnehmer an diesem Netzwerk. So erstmal. Sehe ich auch so, ja. Und okay, dann lass uns die mal einen Schritt zur Zeit angucken. Erstmal Benutzer, weil ich glaube, auch im White Paper erstmal viel über die Nutzer geschrieben wird und dann über die Nodes. Das ist das, wie es im White Paper abgehandelt wird. Und letztendlich ist das, was Nutzer tun können in Bitcoin, ist sich gegenseitig Überweisungen schicken. Ich kann sagen, ich schicke dir so und so viel Bitcoin oder so und so viele Satoshis und du kannst die dann weiter verschicken und so weiter und so fort. Das ist erstmal die Hauptaufgabe und die Hauptrolle von Nutzern im Bitcoin-System. Quasi du kannst so viel Bitcoin, wie du besitzt, an einen anderen Menschen schicken, an einen anderen Nutzer schicken und dann hinten noch Daten dranhängen, wenn du willst. Das ist erstmal so die Grundfunktion eines Nutzers. Ja, kann man durchaus so sagen, ja. Und hier habe ich jetzt versucht, das in Zeichnungen darzustellen, weil ich glaube, das ist sehr abstrakt. Lass es uns einmal konkreter machen. Das funktioniert so, ich kann dir ein Bitcoin schicken. Aber ich kann dir das nicht einfach so als Mensch schicken und sagen, hier hast du einen Bitcoin und dann landen sie magisch bei dir. Sondern in Bitcoin ist das so aufgebaut, ich habe eine Wallet. In dieser Wallet habe ich so viel Bitcoin, wie ich halt habe. In diesem Beispiel jetzt einfach einen, der Einfachheit wegen. Und für diesen Bitcoin besitze ich einen öffentlichen Schlüssel, der quasi zeigt, da liegt der. Das ist der Ort, wo es in meiner Wallet liegt. Und ich habe einen privaten Schlüssel, mit dem ich beweisen kann, das ist meine Wallet, die gehört mir. Ich darf diesen Bitcoin verschicken. Und kann dann über die Kombination davon das an deinen öffentlichen Schlüssel schicken, sodass es in deinem Portemonnaie landet. Das ist erstmal das
Grundsystem in Bitcoin. Korrekt. Hm? Und dann gibt es dann noch Nuancen, wie man das schickt, aber vielleicht kommen wir da später dazu. Dass der Mechanoise ist so definitiv korrekt, ja. Ja, bei den Nuancen steige ich, glaube ich, relativ schnell aus. Ich schätze, das ist auch Teil deines Expertengebiets quasi, dass du ja dich viel eben mit den Cache-Implementierungen auseinandersetzt, weil ich glaube, da gibt es super viele Nuancen. Ich verstehe die Grundzüge. Also so viel verstehe ich ungefähr, würde ich behaupten. Genau, vielleicht noch zu sagen, den Fall, oder den du jetzt gezeigt hast, das ist, ich denke mal, der 99% Fall. Ja, 99% der Transaktionen, die laufen so ab. 99% der Bitcoins liegen auf solchen, was jetzt das Public Key genannt, das ist eigentlich ein Derivat davon, das nennen wir Adresse, aber es ist egal jetzt für konzeptuell. Aber eigentlich ist das nicht ganz korrekt. Eigentlich ist es nämlich so, dass die Bitcoin wie gesperrt sind von, wir nennen das ein Locking Script, ja, also ein Script, was sagt, hey, und in dem Fall sagt das Script, hey, der mir eine gültige Signatur bringt für diese Adresse, der darf die verschieben. Das ist der Standardfall, das sind 99% der Transaktionen, das sind 99% der Fälle. Oh. Nur kurz, damit ich da gucke, ob ich das richtig verstehe. Das Locking Script ist das, was man dann eine UTXO nennt. Nein, die UTXO, das ist ein Unspent Output, das sind eigentlich die Coins, ja, wenn du so willst. Mhm. Die sind eben von einem Locking Script bewacht. Ja, das ist so wie ein Gate, ja, so wie mit so einem Troll davor. Und der Troll sagt, nur wenn du mir das Rätsel korrekt löst, dann darfst du hier rein und diese Bitcoins versenden. Ja? Und in 99% der Fälle ist eben dieses Rätsel genau das gleiche. Ja? Kannst du dir vorstellen, es ist wie Sudoku, muss immer Sudoku lösen. Aber manchmal kann es auch eine Szene von Schach sein, wo man sagt, hey, zeig mir wie Matt in 3 Zügen und dann darfst du die Coins versenden. Mhm. Aber das ist ein bisschen Detail, aber einfach, das ist ganz, ganz wichtig, denke ich, mindestens mal gesagt zu haben, weil man denkt sonst immer, ja, das funktioniert nur mit diesen Addresses und Private Keys, aber eigentlich kann Bitcoin viel, viel mehr. Das ist einfach der naheliegendste Anwendungsfall, das ist der Anwendungsfall, der am meisten gebraucht wurde, der am Anfang halt eben auch der Standard sozusagen war. Aber eigentlich kann diese Skriptsprache viel, viel mehr Konditionen abfragen und man kann die dann eben auch liefern, sage ich mal. Das heißt, da kommen wir eigentlich wieder in diesen Bereich von Potenzial, den Möglichkeiten, die wir erschließen können, wenn wir Bitcoin implementieren. Das ist eben nicht nur das ist mein Portemonnaie, ich darf den hier ausgeben, ich schicke ihn an dich, sondern dass man noch viel spannendere, wenn man so möchte, Transaktionen. Aber ich denke, für dieses Video macht Sinn, mal dabei zu bleiben und mal diesen Case zu nehmen. Aber es ist vielleicht wichtig für die Zuschauer und Zuhörer, dass sie das mal gehört haben, dass eigentlich gibt es eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, diese Coins zu schützen vor Ausgabe von jemand anderem. Es ist einfach der Usus, das so zu machen. Mhm. Und das finde ich sehr schön von dir auch zu hören, weil das wieder dieses Reich der Möglichkeiten öffnet, wo wir aber noch nicht sind. Also wo auch das Netzwerk, man kann das schon umsetzen, aber es wird so wenig genutzt, dass es bisher erstmal einfach so ein bisschen an der Seite gelassen wird. Es kommt, definitiv. Vielleicht sprechen wir später noch darüber. Aber ich denke mal jetzt für die Zuschauer, gehen wir jetzt mal auf dem Pfad weiter. Ich neige immer zu diesen Tangenten, aber das war jetzt mehr einfach so. Wahrscheinlich auch, weil du sie spannend findest. Ja. Genau. Dann, ich habe mal versucht, ein bisschen was reinzumachen, denn wir hatten hier diesen Bitcoin, den kann ich dir schicken. Präziser wäre es eigentlich, der Bitcoin liegt nicht einfach irgendwo in meinem Portemonnaie rum, sondern der Bitcoin liegt in einer spezifischen UTXO, also der ist darin quasi festgehalten, den habe ich irgendwann mal erhalten und weil ich ihn noch nicht ausgegeben habe,
ist ja in diesem, wenn man so möchte, Briefumschlag drin. Dieser Briefumschlag ist dann wieder durch das Locking-Script gesichert, so wie ich das verstehe. Und das Locking-Script sagt halt, wer darf das weiter ausgeben. Genau. Und solange es quasi die Standardüberweisung ist, ich habe es dir geschickt, dann ist das Locking-Script halt, wenn du beweisen kannst, dass das dir gehört, diese UTXO, dann kannst du quasi daraus Bitcoin an, oder könnte ich das an deine Adresse, deine öffentliche Adresse schicken, die wie ein Briefkasten ist, wo dann quasi die neue UTXO drin landet. Dass die dann bei dir liegt und du wieder quasi beweisen musst, das ist deine. Wenn man das versucht oder wenn ich das versuche aufzuschreiben, dann ist es A, bin ich, möchte dir einen Bitcoin schicken, dann brauche ich erstmal dein Public Key, quasi deine, ich muss wissen, wo dein Briefkasten ist. Ich muss beweisen, dass ich die hier besitze, dass das meine ist, dass ich die ausgeben darf, indem ich das mit meinem Private Key verrechne. Da muss ich dann wieder so ein lustiges Rätsel lösen, das einfach nur sagt, ich habe diesen Private Key. Und wenn ich das mache und quasi dann von dieser UTXO dir einen Bitcoin rüberschicke, dann muss ich auch eine zweite Transaktion machen, in der ich mir quasi den Rest zurückschicke und der landet dann in der neuen UTXO bei mir in meinem Portemonnaie. Dun, dun, dun. Ist das so erstmal vom Prinzip her korrekt? Alles korrekt, bis auf das, dass du nicht eine zweite Transaktion machen musst, sondern das machst du gleich in der gleichen Transaktion. Und das hat damit zu tun, dass wir natürlich die UTXOs, die kann man sich vorstellen, wie es gibt so verschiedene Analogien, die man brauchen kann, um diese UTXOs den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Was ist das eigentlich? Weil es klingt so sehr ominös und irgendeine Abkürzung. Eine ist, du kannst dir vorstellen, Bitcoin in der kleinsten Granularität ist wie Gold, ja. Das sind wie Gold, die Satoshis sind wie Atome, ja, von diesem Element. Ich bleibe jetzt mal beim Gold, es könnte irgendwas sein. Und die UTXOs sind wie geprägte Münzen, ja. Das sind Einheiten, die so zusammengepacktes Gold, sage ich mal, darstellen. Und man kann natürlich die einzelnen Goldatome da rausklauben, sage ich mal, wenn man will. Aber in der Regel ist das so, wenn ich beim Bäcker eine 2-Euro-Münze ausgebe, ja, dann, und es kostet nur 90 Cent das Brot, dann knipsen wir das nicht irgendwie ab mit einer Zange oder irgendwas, sondern es gibt eben das Rückgeld. Ja. Der Bäcker sagt dann, aha, du kriegst noch 1,10 zurück. Und dieses Rückgeld bereitet man sich in der Regel gleich selbst auf. Also man schickt nicht dem Bäcker die ganzen 2 Euro und sagt dann, jetzt schick mir wieder 1,10 zurück, sondern man sagt eigentlich gleich, diese Münze möchte ich teilen. Aber ich darf das nicht alleine machen. Ja, ich kann nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt das abgesplittet, sondern das Netzwerk muss Zeuge sein, dass die ganze Münze, die da reingegangen ist, korrekt, dass die so noch nicht ausgegeben war und dann darfst du sie quasi teilen. Das ist so ähnlich wie bei einem Amazon-Voucher. Ja, sagen wir mal, du hast einen 100-Euro Amazon-Voucher und du möchtest jetzt deinem Freund oder deiner Freundin 50 Euro davon geben. Ja, wenn du das einfach in der Mitte auseinanderschneidest, das Teil, den Zettel, dann habt ihr eigentlich gar nichts mehr, weil niemand kann was damit anfangen. Du kannst aber zu Amazon gehen und sagen, ich möchte jetzt 2 50-Euro-Vouchers kaufen und dann den 100-Euro-Voucher benutzen. Und so ähnlich wie Amazon in diesem Fall sind eben die Miner und die ganzen anderen Nodes, die das bezeugen, die müssen das halt sagen, ja, dass du kannst diesen 100-Euro-Gutschein ausgeben und dann kannst du das aber danach, sagen wir mal, splitten, wie du willst. Okay, ja, das sind nochmal zwei, also es gibt einmal diese Briefumschlag-Metapher, dann gäbe es die Goldklumpen-Metapher, genau, wo man dann wieder alles auseinander, und dann gäbe es die Amazon-Voucher-Metapher, und die quasi beschreiben alle unterschiedliche Aspekte genau dieser UTXOs. Korrekt. Ja. Ja. Grafisch nochmal dargestellt, was wir, glaube ich, gerade besprechen. Wenn ich diese UTXO ausgeben möchte, muss ich erstmal beweisen, ich darf die ausgeben. Quasi, das ist mit meinem Private Key
unterschreiben. Daraus entsteht dann die Transaktion, in der ich sage, ich schicke das an deinen Briefkasten. Dann landen diese Transaktionen in deiner Wallet und du kannst sie quasi ausgeben. Den Rest mit der gleichen Transaktion schicke ich an meinen eigenen Briefkasten zurück. Dann liegen die nämlich wieder bei mir mit in der Wallet. Und so ist quasi aus der UTXO 1 letztendlich, die existiert dann nicht mehr, die ist dann ausgegeben. Oder also sie existiert noch als, die hat mal existiert, aber sie ist dann nicht mehr ausgebbar und es entstehen quasi zwei neue UTXOs, nämlich UTXO 2 für dich und UTXO 3 für mich. Und du kannst UTXO 2 wieder ausgeben, nämlich über den gleichen Prozess, und ich kann UTXO 3 wieder ausgeben. Genau, und die UTXO 1, die ist dann eben eine, eigentlich nicht mehr eine UTXO, sondern eine STXO, eine Spent Transaction Output. Die ist halt bereits verbraucht, ist halt bereits ja, eingesetzt, dieser Gutschein, wenn wir mal bei der Amazon-Analogie bleiben. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem ich ziemlich lange rumgeknaspert habe, weil ich finde, so ist es erstmal verständlich, das ist auch ja nicht so unähnlich von dem, was wir sowieso schon kennen, auch wenn es natürlich so spezifische Sachen hat, wie da sind diese UTXOs, aber das kriegt ja niemand mit. Also wenn ich heutzutage eine Wallet benutze, dann kriege ich davon gar nichts mit, weil auf der Wallet wird mir einfach gesagt, so und so viel kannst du ausgeben. Die zeigt ja die Summe all dieser genau. Münzen, ja, die da rumliegen. Sagt er, du hast jetzt 20 Euro und genau. Ja, und dann macht der Rest, passiert im Hintergrund und dann werden für manche, wenn ich beim Bäcker bin und 50 Euro ausgebe, werden irgendwie drei meiner UTXOs genutzt und wenn ich nur einen Euro ausgebe, wird nur eine genutzt. Da kriege ich nichts mit von. Aber ich glaube, die spannende Frage, wo dann eben Bitcoin wirklich anders ist und wo ich lange dran rumgeknabbert habe, das zu verstehen, ist dieses, wie verifiziert das Netzwerk dann, dass ich das ausgeben darf? Wie wird das überprüft, wenn eben es nicht die Banken gibt? Und das ist aber, glaube ich, das, wo man dann eben, genau, normalerweise ist es, ich habe das Geld auf meinem Konto. Die Bank sagt, jo, darfst du ausgeben und dann kommt es bei dir an. Im Bitcoin-Netzwerk funktioniert es ein bisschen anders und das ist dann, wo diese Nodes oder die Miner eben reinkommen. Denn die sind quasi dafür da, diese Transaktion, das, was wir eben besprochen haben, zu verifizieren und zu timestampen. Das ist das, was, also die verifizieren das und sagen, an genau diesem Zeitpunkt habe ich das empfangen, ich habe es verifiziert und hiermit steht es in dem offiziellen Logbuch von Bitcoin, das für immer für alle zugänglich ist. Das ist quasi deren Job. Und ich würde mir mit dir gerne noch angucken, wie funktionieren die, weil ich glaube, da wird es dann komplexer. Ja, es ist eigentlich, ich meine, die machen gar nicht so viel, ja. Also, die schauen erstmal, ist diese Signatur gültig, ja? Also ist dieses Unlocking-Script gültig, ja? Das kann per se mal jeder machen. Und dann schauen sie noch was Zweites, nämlich eben darf diese UTXO noch ausgegeben werden? Ist es noch nicht ausgegeben? Und da schauen die halt in ihre Datenbank oder in das Register und schauen, ja, gibt es nicht schon eine Transaktion, die da Konkurrenz darstellt, die da eigentlich dieses Geld schon entweder ausgegeben hat oder auch möglich gleichzeitig ausgeben möchte. Ja, es kann ja sein, dass jemand schlau ist und sagt, ja, die Miner, die checken das ja nur, wenn das schon ausgegeben ist, aber wenn ich jetzt gleichzeitig ausgebe, ja, einmal zahle ich den Lukas und einmal sonst wen oder mich selbst, dann merken die doch das bestimmt nicht. Ja. Und das wäre dann eben dieser Double Spend. Und eigentlich haben die Miner da eine relativ einfache Regel. Das ist aber keine harte Regel. Das ist eben auch wieder so eine interessante Geschichte, wo das Protokoll nicht so genau definiert ist. Es ist aber definitiv, kann man sagen, eine Soft Rule. Und das ist diese First Seen Rule. Also das, was ich als erstes sehe, das ist für mich das, was gilt. Ja. Und das ist auch das, was ich dann
auch meinen würde, also was ich in den Block einbetten würde. Es kann aber durchaus mal sein, dass eben wenn jemand solche Tricks probiert, dass ein Miner sieht diese Transaktion erst und ein anderer sieht diese Transaktion erst. Und dann kommt es dann in dem Fall wirklich darauf an, welche wird erst eingebettet in einen Block. Also wo wird erst der Siegelstempel drauf gemacht? In der Regel werden die anderen Miner auch diese Transaktion, die sie später gesehen haben, akzeptieren, wenn sie dann von einem anderen Miner wirklich gemeint wird. Weil da kommen wir zum ganz essentiellen Problem, was sehr, sehr stark mit der ganzen Bitcoin-Architektur und auch der Genialität der Erfindung zusammenhängt, nämlich ja, wie kann man wissen, was erst war? Man kann eigentlich nie wirklich wissen, definitiv wissen, welche Nachricht wurde erst gesendet. Ja, man kann einen Timestamp dazu machen, aber den kann ich ja auch irgendwie wieder faken. Ich kann ja sagen, ja, das war schon von gestern und dabei waren, und so weiter. Und es hat auch zu tun mit diesem Problem dieser byzantinischen Generäle. Und dieses Problem, letztendlich kommt es auf den Nenner, dass Information nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit reisen kann. Und weil Information nicht instant reisen kann, kann man auch nie instant wissen, ob zum Beispiel jemand eine Nachricht erhalten hat. Also wenn ich dir jetzt eine Nachricht schicke und du schickst mir wieder eine Bestätigung, ja, habe ich erhalten, dann braucht er diese Bestätigung auch wieder ein bisschen Zeit, zu mir zu reisen. Und dann fragst du dich wieder, ja, hat der Bernhard jetzt diese Bestätigung erhalten? Schick mir doch bitte schnell, habe ich erhalten. Ja, dann schicke ich wieder dir, ich habe die Bestätigung erhalten. Dann weiß ich aber nicht, ja, hat das jetzt schon bekommen oder nicht? Weil es gibt einfach diesen Weg, den die Information reisen muss und das kann sie halt nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit und in der Regel noch langsamer als das. Und das kann eben diese Desynchronisation geben. Und die, sage ich mal, Lösung, es ist keine Lösung dieses Problems, weil das Problem ist nicht lösbar, aber diese Toleranz für dieses Problem, die ist eben ein großer Teil der Erfindung, von Bitcoin. Das heißt, wenn du von Toleranz sprichst, und erstmal wieder, es ist wieder eins dieser kleinen Details, die aber super spannend sind. Aber diese Toleranz des Problems ist, ich als Miner weiß nur, was bei mir angekommen ist. Wie das bei mir war. Ich weiß nicht, ob potenziell ich quasi die Nachricht verspätet bekommen habe, ob die Transaktion bei mir irgendein Lag hatte, aus welchem Grund auch immer. Und dann sind wir miteinander als Nodes quasi in einem Austausch, wo ich auch was akzeptieren würde, wenn der Rest der Nodes sagt, nee, nee, das war so. Wenn die nur alle übereinstimmen, dann würde ich sagen, okay, bei mir war es anders angekommen, aber ich akzeptiere eure Perspektive. Und dass man so auch weniger eine 100-prozentige Gewissheit hat, weil es die einfach nicht gibt, sondern dass man quasi dauerhaft in einem Wahrscheinlichkeits Raum ist, Genau. von was ist wie wahrscheinlich? Und die Wahrscheinlichkeit wird halt immer, immer höher. Also sie wird schon mal massiv höher mit der Inklusion in einen Block. Ja, und je mehr Blöcke dann noch da drauf gepackt werden von gleichen oder von anderen Miner, je unwahrscheinlicher wird es, dass dann trotzdem irgendwo hinter der Wand hervor irgendein Kaspar kommt und sagt, ah, Edge-Badge ist doch eine andere Transaktion. Ja? Das war ein großes Thema letztens in der Bitcoin-SV, im Bitcoin-SV-Ecosystem, dass genau solche Tricksereien versucht wurden und so weiter. Und da hat man einfach, ja, je länger man wartet, sage ich mal, hat man mehr Sicherheit, weil es wird exponentiell teurer, mit der Blockanzahl diese Wahrheit, das ist eigentlich eine Geschichtsschreibung, ja, die Blockchain ist eigentlich eine Form von Geschichtsschreibung und diese Wahrheit dann umzudrehen und die Geschichtsschreibung zu ändern. Ja, wenn etwas schon ein Jahr her ist und jeder hat es in News gesehen, jeder hat es gehört, ist relativ schwierig danach, das wieder aus den Köpfen rauszubringen. Ja,
Medienindustrie sehr ähnlich, ja. Wenn es aber ganz frisch noch ist, ja, und die News sind sich erst am Verbreiten, der erste Tweet wird abgesetzt, dann könnte man mit genug Geld und genug Mitteln und genug Initiative, könnte man sagen, oh, wir schicken jetzt ganz viele andere Tweets, wir schicken ganz viele Fake News, was natürlich nie irgendwo passiert, damit sich das alles verwässert, damit es dann eben, damit wir die Wahrheit umdrehen können. Was natürlich in unserer Welt nie passiert. Auch auf Twitter nicht. Natürlich nicht. Aber also was, so wie ich dich gerade verstehe, ist eigentlich eine Frage nach der Sicherheit dieses Systems und was diese Sicherheit darstellt und dass es ein Konsens ist, ein wo stimmen die Nodes überein und dass je länger ein Konsens für etwas gegolten hat, die Wahrscheinlichkeit, dass das damals auch korrekt war, wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und gleichzeitig in diesem System quasi immer mit inbegriffen ist, es hat nie eine hundertprozentige Gewissheit, so wie nichts eine hundertprozentige Gewissheit hat. Und es ist, geht nicht mal darum, ob es dann korrekt war, sondern es geht darum, das wurde als korrekt erkannt. Ja, es könnte ja tatsächlich sein, und das gibt es bestimmt auch irgendwo Beispiele, wie gesagt, das kann niemand so genau wissen, das kann durchaus sein, dass gedoublespendete Transaktionen dann in einen Block geschafft haben, die eigentlich erste, die eigentlich rechtens Transaktion, die wurde georfend, also die wurde verwaist, die wurde dann nicht ins Register eingetragen, heißt also nicht, ist zwingend korrekt, sondern das ist dann einfach der Konsens der Wahrheit. Ja? Der Konsens der Wahrheit muss nicht immer sein, was jetzt rechtlich wirklich gestimmt hat und so weiter und so fort. Aber in der Regel wird das so sein. Ja. In der Regel kann man davon ausgehen, dass diese Akteure, die daran arbeiten, das sind ja auch ökonomische Akteure, die haben ja ein Interesse daran, dass eben diese Wahrheit so gut wie möglich stimmt, dass es nämlich auch nützlich ist, das System, dass es Leute brauchen wollen, dass sie dann wieder mehr Arbeit haben, dass dann vielleicht auch der Coin im Preis ansteigt, dass also ihre Früchte, die sie ernten, größer sind, wertvoller sind, reifer sind. Da würde ich gerne mit für einen Moment ansetzen, weil das jetzt, also da kommen wir auch gerade an ja quasi schon philosophische Fragen von was stimmt, was ist wahr, was akzeptieren wir als Wahrheit? Und das sind ja alles nicht mal so eben kurz nebenbei beantwortbare Frage und wirft natürlich auch eine ganze neue Bereich von Fragen auf, nämlich wie wahrheitsbasiert und wie sicher sind wir uns denn, dass die Dinge, die uns heute erzählt werden und die uns die Bank sagt, die und die Transaktion hat stattgefunden, dass das die Wahrheit ist. Das sind ja alles so große Fragen, die da entstehen. Ich würde gerne einen kleinen Schritt zurück machen und nochmal gucken, was genau machen Nodes eigentlich? Weil du eben auch das zusammengefasst hast als, stimmt das Unlocking Script? Und ist diese UTXO, ist dieser Coin schon ausgegeben? Fragezeichen. Quasi als Grund, die zwei Grundschritte, die Nodes machen. Und für mich war eine der Arten und Weisen, wie ich versucht habe zu verstehen, was machen die Nodes einzeln, aber auch als Gemeinschaft. Denn es ist ja nicht eine Node, die das Netzwerk sichert, sondern es ist die Gemeinschaft an Nodes, die gemeinsam das Netzwerk sichern. Und für mich war ein sehr einleuchtendes Beispiel, das anzugucken, zu sagen, da handelt es sich um sowas wie einen sportlichen Wettbewerb, in dem die Nodes sind. Ein Computational Pentathlon, also Fünfkampf. Komputationalen Fünfkampf, den die Nodes miteinander haben und der quasi vollkommen unabhängig von den Usern, von den Nutzern läuft. Die kriegen davon nichts mit. Also die können das mitkriegen, aber sie müssen davon quasi nichts mitkriegen. Und dieser Fünfkampf findet quasi in einem sich immer wieder wiederholenden Wettkampf alle 10 Minuten statt. In jeden 10 Minuten habe ich als Node die Aufgabe, so viele Transaktionen wie möglich zu bekommen, dass die bei mir ankommen und ich die kriege. Ich will so verbunden mit allen möglichen Leuten, anderen Nodes sein wie möglich. Dann möchte ich diese Transaktion verifizieren. Das ist das, was du eben besprochen hast. Ich will gucken, darf dieser Mensch das ausgeben? Ist das schon double spendet? Wenn ich das verifiziert habe,
bin ich im sportlichen Wettkampf und versuche so schnell wie möglich die Buchhaltung dafür zu machen, nämlich das in meiner Timestamp, in meiner Buchhaltung quasi einzufügen. Das ist dann das, wo der Merkel-Tree draus entsteht, dieser Merkel-Baum. Ja. Und wenn ich den Merkel-Baum gebaut habe, also den hier, dann mache ich das, was für mich am schlausten zu beschreiben ist, mit Mathe-Magie. Denn dann baue ich aus diesem Merkel-Baum quasi, mache ich dieses Hashing mit dem, was da als oben im Merkel-Baum als letzter Hash rausgekommen ist. Mit dem versuche ich dann ein Rätsel zu lösen, was vollkommen nutzlos ist. Also es hat nicht irgendeine großartige Wirkung, außer dass ich damit beweise, ich habe diese Mathe-Magie mit dem Hash gemacht und der stimmt. Und dadurch habe ich Arbeit und magische Fähigkeiten. Ich habe Sport gemacht damit. Und wenn ich diesen Hash dann quasi doppelt gehasht habe, also den nochmal gehasht habe, dann teile ich das mit den anderen und sage, hier ist mein Ergebnis, mein mathematisches Ergebnis, mein mathemagisches Ergebnis. Sie können das überprüfen und das Überprüfen ist super leicht. Also ich muss hart arbeiten, um da beim Ergebnis anzukommen. Das Überprüfen geht, stimmt. Und wenn das der Fall ist, dann und die anderen sagen, stimmt, das stimmt und du warst der Schnellste, der dieses mathematische Rätsel gelöst hat, dann beginnt sofort der nächste Wettbewerb, in dem alle eben meinen Block, mein mathematisches Wunder akzeptieren und sagen, und jetzt beginnt der nächste Wettbewerb. Und das ist einfach das, was die Nodes miteinander alle 10 Minuten machen und dabei quasi im Wettbewerb stehen. Ich möchte schneller sein als du, ich möchte präziser sein als du. Und gleichzeitig, wenn ich mitkriege, nee, du warst gerade die letzten 10 Minuten schneller und präziser als ich, dann ist die schlauste Strategie für mich, das sofort zu akzeptieren und in den nächsten Wettbewerb überzugehen. Also es ist ein Wettbewerb und eine Kooperation auf einmal. Genau, man spricht von einer Co-Petition. Ich weiß nicht, ob es das Wort in Deutsch gibt, Co-Petition, aber es ist genau das. Man kollaboriert eigentlich, man ist eigentlich fast in einem Konsortium zusammen, aber trotzdem gibt es dann eben Competition, wer ist am schnellsten, wer hat die meisten Blöcke. Aber sie müssen ja kollaborieren, weil, keine Ahnung, es geht wieder zurück auf diese Protokollfrage. Ja, wenn die nicht synchronisiert sind bezüglich den Regeln in diesem Pentathlon, ja, dann der eine macht Zehnkampf, der andere macht nur Weitsprung, der nächste macht nur Stabhochsprung, da kommt man nie auf einen gemeinsamen Nenner. Das heißt, die müssen untereinander zumindest mal über die Regeln synchronisiert sein und dann können sie dann, halt dann konkurrieren. Und aber auch die schlauste Strategie für mich als Wettbewerber, als Sportler, ist, mich so strikt wie möglich an die Regeln zu halten, weil ich dann genau dann starte, wenn es halt losgeht und ich nicht irgendwo unnötig Energie verbrate, sondern ich mich wirklich so exakt wie möglich an die Regeln halte und gleichzeitig die ganze Zeit darauf achte, dass du dich auch an die Regeln hältst und sobald du dich nicht dran hältst, ich dich quasi für diese Runde disqualifizieren kann und du dann erst bei der nächsten wieder mitspielen darfst. Das heißt, es ist ein sich selbst überprüfendes System. Richtig, weil beim Schritt 5 dieses Pentathlons hast du gesagt, share, oder ich teile es mit anderen. Und das ist korrekt, das Teilen ist eins, aber es gehört eigentlich noch der Schritt 5,5, um diesen Pentathlon nicht auseinanderzunehmen dazu. Und das ist nämlich sicherstellen, dass ich das nicht nur teile, sondern dass die anderen das auch schnell bekommen, wie du gesagt hast, und dass sie dann auch darauf bauen. Ja? Weil erst wenn sie darauf gebaut haben, erst nach 100 Blöcken, kann ich überhaupt meine Bitcoins, die ich da als Transaction Fees oder auch als sogenannten Coinbase Reward, also als Subvention oder wie man das auch immer nennen will, als Ausschüttung von neuen Bitcoins, die kann ich erst nach 100 Blöcken überhaupt ausgeben. Und, und deshalb ist es eine ganz wichtige Komponente. Noch zu diesen 10 Minuten, das hast du alles sehr richtig gesagt, aber es ist natürlich nicht so, weil wir haben kein absolutes Zeitverständnis, das haben wir auch gerade diskutiert, sondern diese 10 Minuten, die sind eigentlich einfach ein Durchschnitt. Das Ganze läuft eigentlich sehr stochastisch ab. Es kann nämlich auch mal sein, dass jemand
das Rätsel gleich nach 20 Sekunden löst oder schon nach 3 Sekunden, aber es kann durchaus auch mal 35 Minuten dauern. Und das Rätsel oder diese Mathemagie, die du beschrieben hast, das kann man auch wieder sehr einfach mit Analogien ein bisschen aufzeigen, was das eigentlich ist, ohne jetzt in die Details vom SHA-256 Hashing zu gehen. Und das ist einfach ein asymmetrisches Problem. Wir kennen diese Probleme sehr, sehr gut aus dem Alltag, aus der Kindheit. Zum Beispiel, wenn du mal ein Puzzle löst mit 1000 Pieces, 1000 Stücken, ja, dann sitzt du da ein paar Stunden dran. Aber dein dreijähriger Neffe, der dann reinkommt, der kann auch feststellen, ja, das Puzzle hast du richtig gelöst. Und zwar innerhalb von Sekundenbruchteilen sieht er, das Bild ist ein ganzes Teil, das ist zusammen. Das Gleiche mit dem Sudoku. Ja. Bei Sudoku gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die Regeln sind immer gleich. Und eigentlich kann jeder 3- bis 4-Jährige dir danach überprüfen, ob du das Sudoku richtig gelöst hast. Und die Überprüfung, ob es richtig gelöst ist, ist immer gleich schwer, egal wie schwer das Ausgangsrätsel war. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dienst! Überall, in jedem Quadrant, in jeder Reihe, in jeder Spalte zählst du das durch und dann weißt du das. Und das ist immer genau der gleiche Vorgang, um das zu überprüfen. Aber es gibt Sudokus, da sitzen die Leute stundenlang zum Teil dran. Und das ist eben beim Mining, nennen wir das den Schwierigkeitsgrad. Und zwar, vielleicht um das nochmal ein bisschen zu erklären, dieses Hashing, das ist ein Algorithmus, wo man eigentlich jede Größe, jede Menge von Daten einfügen kann. Bei Bitcoin ist es immer dieser Blockheader oder dieser, wie du sagst, dieser Head von diesem Merkle Tree plus ein paar weitere Daten. Und rauskommt eine Zahl jedes Mal. Und diese Zahl, die ist immer, die hat eine definierte, nicht eine Größe, wie sagt man, in einem definierten Zahlenraum, 256 Bit. Also 2 hoch 256, das ist quasi die, so viele Zahlen sind da möglich in diesem Zahlenraum. Und jetzt ist dieser Schwierigkeitsgrad nichts anderes, als zu sagen, die Zahl darf einfach nicht größer als so viel sein. Ja? Je kleiner die Zahl sein muss, die rauskommt, je schwieriger. Und das Problem bei diesem Hashing, oder das ist eben etwas, was man da ausnützt in Bitcoin, ist, es ist nicht determiniert. Doch es ist voll determiniert im Sinne von, wenn ich einen Datensatz reinlasse, kommt immer genau das Gleiche raus. Deshalb kann es auch jeder dann überprüfen. Aber ich kann nicht vorhersagen, ich kann nicht prognostizieren, wie sich dieser Hash verhält. Also ich ändere einen kleinen Punkt oder eine kleine Ziffer, dann kann entweder eine viel größere oder viel kleinere Zahl rauskommen. Das ist einfach nicht, das kann man. Es gibt keine effizientere Methode, als das rauszufinden, was rauskommt, als es selbst zu machen. Und deshalb müssen diese Miner immer wieder dieses Block-Template, es gibt dann noch so eine Zahl, die sie variieren, damit eben auch ein verschiedener Hash rauskommen kann. Diese Zahl nennen wir Nonce. Das ist einfach so eine, eben so ein Randomizer, wenn du so willst. Und dann prüft man einfach x-mal, macht man dieses Rätsel, probiert dieses Sudoku quasi zu lösen, bis dann irgendwann eine Lösung rauskommt, wo die eben diese Symmetrie hat. Im Bereich Sudoku könnte man sagen, ja, ich will zum Beispiel, dass, keine Ahnung, die Zahlen schön aufsteigend in der linken Reihe sind oder sowas, wäre vergleichbar. In unserem Fall ist einfach, die Zahl muss kleiner sein als x. Sehr ein einfaches Kriterium. Und deshalb können dann eben die anderen Miner das auch so einfach überprüfen. Die sagen dann, ah, hier ist der Block. Alle Transaktionen sind gültig. Okay, ich hash das mal. Was kommt denn da raus mit dem Nonce und allem, was der angegeben hat? Ah ja, da kommt wirklich der richtige Hash raus. Und der entspricht auch dem Schwierigkeitsgrad, den wir alle kennen. Insofern akzeptiere ich den. Und wie du sagtest, fang sofort an, jetzt auf neuen Block zu meinen oder eben dann halt da weiterzumachen. Das war für mich, und ich habe jetzt noch so 3-4 Minuten, muss mich dann verabschieden. Es hat für mich auch eine Schönheit, dieses System zu sagen, da gibt es einfach diesen Wettbewerb von, und ich, in mir habe ich wirklich diese schwitzenden
Sportler, die miteinander im Wettkampf sind. Es ist für mich ein Bild, das dazu total passt. Und die treten gegeneinander an, die akzeptieren sich gegenseitig und es ist einfach dieses, jeder kann sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, kann aus dem Wettkampf rausgehen. Jeder, der kann sagen, ich will da mitspielen und je nachdem, wie ich aufgestellt bin, habe ich dann halt gute Chancen, am Ende einen Block zu finden oder halt nicht. Aber es ist diese Freiheit und es ist aber durch die Regeln ein System, was Ehrlichkeit, was Klarheit unterstützt, weil das genau die Incentives sind. Mein Incentive ist, jeden deiner Fehler zu finden. Denn sobald ich dir zeigen kann, nee, da hast du eine Transaktion als gültig drin, die ist aber nicht gültig, und du sagen musst, stimmt, fuck, habe ich wieder die Chance, dass mein Block angenommen wird. Aber wenn ich das die ganze Zeit mache, dass ich sage, die Transaktion stimmt aber nicht und ich aber immer daneben liege, dann wird mir irgendwann niemand mehr glauben. Also es ist ein System, was darauf ausgelegt ist, dass genau dieser Wettkampf so effizient und fair wie möglich verläuft. Ja, und wenn du bei den Sportlern bleibst, ein guter Sportler, also jemand auch mit gutem Sportsgeist, sagen wir mal, du stellst einen neuen Weltrekord auf im 100-Meter-Laufen, da bin ich nah dran. Zu dir kommen und sagen, hey, ich gratuliere dir, Lukas, das ist ja echt fantastische Leistung und daran knüpfen wir jetzt an, das ist jetzt die neue Marke, ja. Hast du aber Frühstart gemacht, ja, dann sagt jeder, jetzt mal halblang, ja, also das können wir nicht akzeptieren. Und das ist dann auch nicht unsportlich, zu sagen, das können wir nicht akzeptieren, weil du hast Frühstart gemacht. Ja. Für mich gerade vielen Dank nochmal mit dir das durchsprechen zu dürfen, weil es für mich tatsächlich so viele Denkschritte waren, bei diesen Bildern anzukommen, um es zu versuchen, einfach zu erklären. Sehr, sehr gut. Also ich bin auch keine absolute Größe, gell? Aber ich fand das sehr, sehr gut zusammengefasst alles und die Zeichnung durchaus extrem hilfreich, denke ich, für Leute, die sich da damit jetzt anfangen zu beschäftigen oder schon eine Zeit lang beschäftigen, um das zu verdeutlichen, um es eben zu verbindlichen. Ja, weil mir hilft es auch immer ganz enorm, grafische Darstellungen, es macht es einfach viel einfacher zum Lernen. Ja, genau, und da würde ich mit dir gerne in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen ansetzen, weil ich würde mir noch gern das Netzwerk angucken, auch mit den Merchants, und dann aber vor allen Dingen gucken, warum ist das so spannend? Also was sind dann die Dinge, die damit möglich werden? Ja. Weil ich glaube, das kann man erst dann verstehen, wenn man das Netzwerk auch ein bisschen begreift, weil man dann verstehen kann, ah krass, damit können plötzlich vollkommen neue Strukturen gebaut werden, die wir momentan so nicht auf dieser Welt haben können. Und das finde ich spannend. Und da würde ich gerne mit dir hingucken. Spannend, und da würde ich auch mit dir super gern dann nochmal auf Shanti gucken, weil ich mir vorstelle, dass er genau damit reinspielt, in genau diese Transaktionen so, und all das. Ja. Super, ja, machen wir doch gerne. Und wir vereinbaren wieder einen Termin, einfach wie immer. Hey, vielen Dank. Und jetzt muss ich mich beeilen. Danke dir, Lukas, und schönen Tag. We never have it around.